Alright, Leute, da bin ich wieder mit FTL und heute kommt der Run, auf den ihr schon lange gewartet habt. Ihr habt abgestimmt, welches Schiff ich im Hectic Run fliegen soll. Und ja, ich meinte es ja schon beim letzten Mal, ihr könnt mich nicht leiden, ihr wollt die Vortex sehen. Ihr wollt sehen, wie ich den Bach runtergehe. Aber ja klar, die letzten Runs waren ja alle ziemlich erfolgreich. Und dann muss mal was her, was mich ein bisschen herausfordert. Ich werde krass damit kämpfen müssen, nicht die Leertaste zu drücken und das Spiel zu pausieren. Mal gucken, wie es läuft. Also, wenn ich auf das Schiff gucke, großes Problem. Später, wenn ich hoffentlich neue Leute dazu kriege, anders komme ich sowieso nicht weit. Mit nur einem Rekruten keine Chance. Die Krankenstation hat nur zwei Punkte, auf denen ich heilen kann. Großer Nachteil, wie ich es finde. Auf der Seite hier, auf der nordöstlichen, rechts oben, gibt es keine Ausgänge in den Weltraum, sprich da oben Brände zu löschen. Na klar, ich habe die Drohnen, aber wenn ich mir dieses Schiff so angucke, meine Taktik, die Augmentation, den Drone Reactor Booster, der meine Drohnen 50% schneller macht, naja, das ist ziemlich daneben. Das hört sich vielleicht ganz nett an, wenn man so spielen könnte, wie das Schiff gedacht ist, aber das wird was sein, was ich sofort im Shop verkaufen werde. Eine System-Repair-Drohne werde ich auch sofort rausschmeißen, vielleicht behalte ich erstmal eine und die Antipersonendrohne, solange ich nicht andere Leute auf meinem Schiff habe, denn das ist der große Punkt. Ich brauche Rekruten, kann es nicht häufiger erwähnen. Der Plan, um schnell und schnell an viele Rekruten zu kommen, was immer gut ist, ist ein Teleporter zu haben. Da kriegt man viele blaue Optionen, um Leute aufs Schiff zu holen, nach Kämpfen. Eine andere Möglichkeit, eine Medbay of 2. Sprich, ich sollte nicht vergessen, das möglichst fix zu machen. Naja, ansonsten, dieses Schiff ist ein Haufen Müll. Ausweichchance ist gering. Die Waffen werden lange brauchen, weil ich niemanden hinstellen kann. Genauso wie die Schilde. Ich habe nur einen Schildpunkt und der ist sofort weg. So, wer kommt denn dieses Mal mit? Ich weiß, es warten ein paar Leute extrem lange, aber wenn sich so viele melden, dann dauert es halt. So schnell kann ich die Runs auch nicht durchschieben. Aber dieses Mal, ich hatte ihn oben auf der Liste und habe ihn mehrmals vergessen. Jan als Sci-Fi, sorry dafür, dass du so lange warten musstest. Und hast mir gesagt, kürz mich doch einfach J-A-S ab. Da könnte ich dich Jazz nennen. So könnte man es nämlich auch lesen. Also, Jan. Welcome on board. Du bist der einzige arme Vertreter auf der Vortex. Na dann, irgendwas anderes noch einzustellen? Nein, wir machen den Run natürlich auf normal. Und es geht los. Na dann. Wie handhaben wir unsere Energie? Diesen einen Energiepunkt habe ich übrig. Ich nehme den erstmal aus der Krankenstation raus. Dann haben wir zwei. Und jetzt kann ich, je nachdem, was als erstes passiert, ob wir geboardet werden oder vielleicht einen Brand oder einen Schaden haben, eine der beiden Drohnen hier anschmeißen. Wir haben davon sechs. Sie bleiben glücklicherweise stehen. Und was ich bis jetzt noch nie gesehen habe, was aber möglich sein soll, die Antipersonendrohne kann aufleveln. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Besser als gar nichts. Na dann, fliegen wir los. Civilian Sector, Sektor 1. So viel wie möglich erforschen. Und mit diesem Schiff habe ich großen Respekt vor Ionensturm. Deswegen werde ich die Nebel wahrscheinlich erstmal versuchen zu umgehen, so gut es geht. Also, kleine Drohne. Und wir wollen ran. Er hat Bomben, das ist natürlich gleich unser großes Problem. Dann, den können wir nicht ausweichen. Die Heavy Iron ist zu Beginn bei Einschildgegnern ganz cool, sie braucht halt lange, 8 Sekunden, macht aber einen Heavy Iron Schaden von 2, da kommt sofort ein Schuss durch. Whoop. Hau die Schilde runter. Oh, sind nicht komplett zerstört, ich versuche die Waffen zu locken. Noch ein Treffer, glücklicherweise nicht auf Systeme, da geht die Tür kaputt. Noch spare ich mir. Jetzt schmeiße ich mal das System Repair Drone ein. Gut. 10 Scrap. Schönes. Oh, da haben wir sofort ein Feuer, noch nicht mal gesehen. Dann hilft mal Jan ganz fix aus, die Feuer zu löschen. Die Repair Drohnen sind ja glücklicherweise gut dabei. Oh, kriege ich den Schaden noch? Nee. Sehr schön. Ja, dadurch, dass man hier ziemlich begrenzt ist, was man so machen kann, wird es natürlich häufig Downtimes geben, wie jetzt zum Beispiel, wo ich einfach fix reparieren muss. Ganz kurz heilen. Wunderbar. Weiter geht's.
20 Scrap. Wie sieht's denn eigentlich aus? Was kosten so die schnellen Ausbauten? Also mit 30 Scrap, ich muss gucken, was ich als erstes mache. Auch ein krasses Problem, wenn ich geboardet werde und die Tür nicht geupgradet habe, rennen mir die Leute wie wild übers Schiff und meine Antipersonendrohne kommt schwer hinterher. Es sind alles so Punkte, die ich mir überlegen muss. Da oben ist ein Store, ich gucke gleich mal beim nächsten Gang auf die Karte, ob ich da möglichst schnell hin kann. Go down to the surface. Oh, gefährlich, gefährlich, aber ich mach's. Ich brauche Rekruten. Hinder. Ein Lone Survivor. Wir laden ihn ein. Sweet, Charlie. Und du kommst. Wo stecke ich dich hin? Der erste, ab an die Triebwerke. Triebwerke waren, die Leute an den Triebwerken leveln immer extrem schnell hoch und die Ausweichchance, die einem das gibt, ist einfach nicht zu unterschätzen. Komme ich hier über den großen Weg nach hinten runter? Ja, schon. Okay, ab zum Store. Neuer Kampf. Rebellen. Dicker Laser und ein Beam. Na dann, aber sie greifen gerade einen Out... Oh. Mir fällt gerade auf, verdammt. So, wie sieht's denn aus? Wie gehen wir mit unserer Energie um? Heavy Iron, Heavy Laser. Heavy Iron braucht 8 Sekunden, was, na, dafür doch schon ziemlich lange ist. Das Gute, sie locken für 2 Punkte Iron-Schaden, was bedeutet, wir halten die Schilde länger unten, kriegen in der Zeit, in der sie unten sind, wahrscheinlich 2 Heavy Laser rein. Ist gut, nicht zu unterschätzen. Was ich mit den Drohnen mache... Ich werde die dann einsetzen, die als erstes notwendig ist. Muss gut darauf achten, ob Feuer ausbricht und... Habe ich Pause gedrückt oder nicht? Egal. Ich entpausiere und ab dafür. Nebel, Nebel. Nebel werde ich erstmal versuchen gut zu umschiffen, weil so ein Ionensturm ist bei der wenigen Energie sofort mein sicherer Tod. Hier ist nichts zu holen. Da oben müsste ich durch einen durch. Hole ich mir einen? Ach komm. Gerade habe ich gesagt, ich will es nicht machen. Aber der Scrap, den es verspricht. Okay, fight the ship. Was habt ihr? Ihr habt einen Laser und einen Beam. Na dann, Attacke. Erstmal die Schilde locken. Der Heavy Laser ist früher fertig. Und das Erste, was ich machen werde... Okay, da ist es. Ich hau die System-Repair-Drohne rein. Schön versuchen, weiter die Schilde gelockt zu halten. Ich muss meinen Daumen wegpacken. Ich will dann dauernd pausieren. Okay, und damit ihr nicht abhauen könnt, wird es genau so gemacht. Bumm! 4 Fuel, Missiles und Scrap. Nee, sorry Leute, aber ihr müsst leiden. Ja, aber so können die Kämpfe gerne laufen. Ganz schnell Schilde wieder runterkriegen. Ansonsten ist eine unnötige Verlängerung. Ah, Rockschiffe halten so verdammt viel aus. Ich mache ja schon mit einem Heavy Laser 2 Schaden. Aber, boom. Gut, 15 Scrap. Das ist das Wichtigste im Moment, ordentlich Scrap zu kriegen. Worin investiert man denn hier zuerst? Großes Problem, da man niemanden zum Kämpfen hat, außer halt die eine Antipersonendrohne. Der Engie kann ja nicht wirklich was. Sobald ich geboardet werde und meine Türen noch nicht geupgradet habe, rennen mir die Leute halt wie wild übers Schiff. Keine gute Sache. Ich werde mal schauen. Wie ich eben gemeint habe, Krankenstation zu upgraden ist nicht dumm. Okay, vielleicht kommen wir ja an einem Shop vorbei. Den einen Nebel nehme ich mal mit. Okay, schon mal keinen Ionensturm. Sehr schön. Hier hätten wir tauschen können. Aber wir haben nicht genug. Dann wieder nach unten. Aid the civilian ship. Laser und Beam. Sie haben einen Teleporter, genau das meine ich. Gut darauf achten, ob wir hören, ob sie rüberkommen. Ja, kommen sie. Antipersonendrohne reingeschmissen.
Es ist ein Rock. Mein Engie hält gut durch bis jetzt. Ich ziehe ihn mal raus. Autsch. Heavy Laser auf die Schilde und kaputt geballert. Sehr gut. Jan, ich sehe, du hast krasse Probleme. Ich ziehe dich mal ganz kurz raus. Wir brauchen mehr Energie. Oh Gott, startet das schon steil. Okay, er haut ab. Jan zurück. Boom. Heavy Laser erstmal wieder auf die Schilde. Ich schmeiß mal ganz kurz die System Repair Drohne rein. Ja, das ist das Problem. Wir nehmen sehr schnell sehr viel Schaden. Okay, das wäre erstmal überstanden. 15 Scrap. Oh, neuer Crewmember. Welcome on board. Und noch ein Engie. Welcome, Magni. Ganz fix heilen, so wie es sein soll. Ich weiß nicht, habe ich das gerade schon gesagt? Die Downtime bei dem Layout, Entschuldigung, mit so wenigen Leuten wird hier ein bisschen länger sein. Also ihr müsst zwischendrin immer mal zugucken, wie ich die Leute heile, Systeme repariere. Okay, die allererste Investition, 5% mehr Ausweichchance. Zack. Und weiter geht's. Ja, wir können den Rebellen schön auf der Nase tanzen, solange sie uns nicht einholen, ist alles cool. This remotely repair oder disable? Was ist wohl das Bessere? Weiß ich gar nicht. Ich sag mal, Angie Crew, wir reparieren das System. Weapon Pre-Igniter, extrem gut. Fuel, immer schön, noch 20 Scrap obendrauf, das bringt uns ganz schön nach vorn. Und hopp, nächster. Not bad, not bad, gefällt mir. Nichts zu holen. Da wären zwei Läden. Na, die gucken wir uns gleich mal an. Gleich mal die Augmentation verkaufen. Iron und Beam. Die Waffen sind sofort da, deswegen. Zack. Und ja, sehr schön. Der kommt nirgendwo mehr durch. Heavy Laser, diesmal auf die Schilde, damit die auch unten bleiben. Genau. Und den, na dann locke ich halt deine andere Waffe. Guter Start, sehr guter Start. Erstmal so bleiben, bitte. Okay, Ausweichchance gesenkt. Der Junge kann sich gehackt legen. Ich merke es immer wieder, falls ich zwischendrin mal Pause drücke, mache ich das echt nicht mit Absicht. 3 Fuel, okay, keine Probleme mehr mit Treibstoff, 12 Scrap obendrauf. Das erste, was ich ab jetzt mache, ich brauche einen weiteren Schildpunkt. Danach dann wahrscheinlich die Türen und dann die Krankenstation. Gefährlich, ganz gefährlich. Erstmal sofort die Heavy Iron wieder auf die Schilde und die Waffen zerballern. Ja, haben es noch geschafft. Uns geht's wesentlich besser als ihm. Komm, mach die Raketen kaputt. Yes! Sehr gut, die Asteroiden nehmen uns die Arbeit ab. Und er versucht abzuhauen. Ganz... Ach so, kann er sowieso nicht. Und tschüss. Gebt mir meine Belohnung. System Repair Drone wird verkauft. 14 Scrap. Sehr gut. Und weg hier. Whip. Das ist unser Ziel. Erster Store. Na dann. Daumen drücken, dass wir was Schönes finden. Da wär's. Mehr Crews. Ohne lange nachzudenken. Drone Reactor kommt sofort weg. Eine von den System-Repair-Drohnen kommt weg. Was kaufen wir? Sensoren, Crew-Teleporter, Cloaking. Es fühlt sich falsch an, den Crew-Teleporter jetzt zu kaufen. Ich will ja auch nicht damit boarden. Wie stelle ich das jetzt an? Kaufe ich mir einfach einen weiteren Rekruten? Wahrscheinlich sollte ich das machen.
Und ein Kämpfer ist halt auch nicht schlecht. Das wäre dann der Rock oder den Sultan für mehr Energie. Noch habe ich die Antipersonendrohne, deswegen kaufe ich mir mal Will. Bomb. Und damit hätten wir auch jemanden an den Schilden. Normalerweise hätte ich ihn jetzt vielleicht sogar an die Waffen gestellt, aber mit dem Weapon Pre-Igniter können wir uns echt ein bisschen mehr erlauben. Ganz kurz noch ein bisschen Reparatur reingestreut. Genau, und ab geht's. Super, damit hätten wir den ersten Sektor gleich hinter uns. Hier noch ein Kampf. Attack the Pirate natürlich. Heavy Iron. Okay, wir müssen sowieso erstmal ganz langsam durchkommen. Das. Wow, das ging fix. Das ging sehr fix. Schaffen wir es sogar noch, die Waffen. Ja, die Bombe haben wir noch. Dann lock ich eben. Na, schade. Ging sogar ganz vorbei. Na, was macht er? Okay, er schaltet auf den Laser um. Dann nehme ich ihm eben jetzt seine Waffen. Bam! Er will uns bestechen. 5 Fuel-Raketen? Nö, viel zu wenig Scrap. Damit kann ich nichts anfangen, mein Guter. Schade. Ich dachte, ich könnte noch umswitchen. Naja, okay, so haben wir es auch geschafft. Und den Heavy auf die Waffen. Auf Wiedersehen. Läuft besser, als ich dachte. Viel besser sogar. Sie haben uns auch was anzubieten. Was hättest du denn? Naja, Drohnen. Eine Defense-Drohne wäre cool für die Raketen, aber solange ich keinen. Wie heißt es denn? Drone Recovery Arm habe, mache ich das nicht. Drohnen sind teuer. Ja, man kriegt ab und zu welche. Und ich will die 50 Scrap. Ja, ich sehe gerade, kann ich mir. Ach ja, die können wir verkaufen. Ich hätte zwar das Geld. Nee, nee, nee. Sensoren? Ne, wirklich? Sensoren, Sensoren? Nee, ich spar mal. Können wir schon was machen? Ich habe die Energie zwar noch nicht. Aber ich muss es schnellstmöglich machen. Ich gebe das Geld einfach direkt aus. Ich weiß. Und raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh, eine Iron Bomb. Und 10 Scrap obendrauf. Ganz kurzer Blick. Die Iron Bomb ist doch ziemlich stark, oder? Braucht halt 18 Sekunden. Macht dafür aber 4 Iron Damage, was ex. Oh, wir haben den Weapon Pre-Igniter. Ich muss gar nicht erst warten. Okay, wenn sie einfach angeschmissen wird, werde ich das nächste, die 35 Scrap in die Waffen, einfach nur, um sie auch zu haben. Ja, gefällt mir. Raus hier. Und Piratensektor. Warum nicht? Civilian Sectors sind langweilig. Also, weitergeschaut. Was gibt es? Ein Langsprung hier nach oben. Du hast Raketen und einen Laser. Ich könnte die Rebellen verlangsamen. Ach nee, ich kann sowieso nur ausscouten und da habe ich keinen Bock drauf. Dann tut es mir leid für dich, aber ich muss dich angreifen. Wo sind die Schilde? Da sind die Schilde. Zack. Oh, das ging daneben. Ganz böse. Das ist ganz böse. Uh-oh. Das war ein Treffer. Meine Reparaturdrohne bewegt sich sofort. Jetzt habe ich leider keine Waffe, mit der ich arbeiten kann. Oh, fies. Feuer. Verdammt. Komm, hau diese Drohne da weg. Ja, die ist schon mal außer Kraft gesetzt. Den Raketenschaden nehme ich trotzdem. Waffen sind weg. Die Rakete, klar, muss ich mir auch noch schlucken. Was wollt ihr? Eine Small Bomb. 8 Raketen.
28 Scrap, das ist ein geniales Angebot. Klar mache ich das. Aber sowas von. Hier wieder zugemacht. Mit 40 Scrap wird direkt ein weiterer Energiepunkt gekauft. Wir haben zwei Schildpunkte. Die Small Bomb. Small Bomb, um direkt reinzuhämmern. Ich warte noch ganz kurz. Was macht die für Schaden? Zweierschaden. Jetzt fällt mir auf, dass man hier sowieso nur drei Waffen einbauen kann. Auch interessant. Ich vorher nie dran gedacht. Erstmal weiter. Das nächste, weiterer Waffenpunkt. Und dann können wir uns überlegen, ob wir die Iron Bomb nehmen oder die Small Bomb. Ach was, was willst du denn? Na, der hat ja mal gar nichts zu melden. Genau. Cockpit gelockt. Cockpit zerschossen. Dann kann ich eigentlich auch erstmal die Triebwerke zerschießen. Genau. Der hat gar nichts mehr zu melden. Bis jetzt ist cool. Wir sind entweder vollkommen überlegen oder kriegen extrem viel Schaden rein. Was heißt extrem viel? Aber in einem Kampf gleich so ein Viertel abgezogen zu kriegen, so früh, ist schon ein bisschen fies. Na, okay, noch 30. Wir brauchen 35. Na gut. 15 Raketen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da oben noch ein Distress. Nehme ich mit. Was wartet hier auf mich? Wir könnten das Schiff suchen. Ich suche es. Wir nehmen es auseinander. 12 Scrap und noch mehr Fuel. Da wäre der nächste Punkt. Die Waffen, die Waffen, die Waffen. Na, den Energiepunkt habe ich ja dann sowieso noch nicht. Die Tür, auch wichtig. Alles wichtig. Ich hole mir erstmal den Waffenpunkt. Das nächste ist mehr Energie, damit ich die auch direkt einsetzen kann. Oh, so früh ein Weapon Pre-Igniter. Das ist Wahnsinn. Ich habe es immer noch nicht gerafft. Ups, und da werden wir wohl geboardet. Na gut, Raketen, Laser, ab dafür. Gut, es sind zwei. Muss ich schön aufpassen. Unser Sultan hält halt gar nichts aus. Ja, genau, das meine ich. Wow, das wurde ganz knapp auf einmal. Die Drohne hält genauso wenig aus. Ich lasse mal ganz kurz die Luft daraus. Ah, eine Rakete habe ich fliegen lassen. Die geht daneben. Da hätten wir... Oh, beide. Weitere Antipersonendrohne. Schaffen wir. Der Sultan schlägt sich tapfer. Sie hauen ab. Na gut. Ups, meine Waffen. Boah, es gibt so wahnsinnig viel, auf das man achten muss. 20 Scrap und wieder ein bisschen Fuel. Alles cool, alles cool. Türen sind wieder da, alles zugemacht. Ganz kurz gewartet, bis der Sauerstoff wieder steigt in den Räumen. Kann ja mal ganz kurz aufmachen, damit er sich ein bisschen verteilt. Und hin da. Ja, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, hier machen wir mal Schluss für heute. Das wird holprig, aber sehr interessant. Wie sieht's aus? Rebellen sind direkt hinter uns. Ja, ich werde mich ziemlich fix hier durchschlagen. Hier habe ich noch viele Beacons, die ich mitnehmen kann, bevor wir eingeholt werden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, das ist das, auf das ihr gewartet habt. Und bis zum nächsten Mal. Fresh Kappa ist raus. Bye, bye.